Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, gestern durften wir das Fest der Kreuzerhöhung feiern mit seiner Eminenz im Stephansdom, die Öl-Wein-Nachholen, Grisamöl, die eigentlich sonst am Karmontag stattfinden. Und genau in der Folge zu diesem Fest der Kreuzerhöhung ist heute das Fest der Schmerzen Mariens, der sieben Schmerzen Mariens, die wir hier auch abgebildet sehen. Links unten beginnend mit der Weissagung des Simeon über das Schwert, das sie durchbohren wird, über die Flucht aus Bethlehem nach Ägypten vor dem Kindermord des Herodes, über die Suche im Tempel nach Jesus, der dort verblieben ist. Schließlich über den Kreuzweg, wo Christus seine Mutter trifft. Die Kreuzerhöhung selbst, Maria steht unter dem Kreuz. Den Empfang des Leichnams ihres Sohnes, nachdem er vom Kreuz abgenommen wird. Und schließlich die Grablegung Jesu. Dieses Fest wird schon seit dem 12. Jahrhundert gefeiert. Die erste Abbildung kennen wir bei den Zisterziensern. Im 15. Jahrhundert haben wir einerseits 1421 die Erhebung dieses Festes am vierten Freitag nach Ostern, auf der anderen Seite auch im September nach 1491 nach der Befreiung Granadas. Dort gibt es mittlerweile zu ihrer lieben Frau eine Basilika, in der man auch eine seltene Darstellung sozusagen der Mutter Gottes als Königin gewandet, aber als Pietà hat. Dieses Fest wird letztlich durch Papst Pius VII. Auch allgemein kirchlich festgelegt, als er nach fünfjähriger Gefangenschaft bei Napoleon nach Rom zurückkehrt. Es kommt dann genau auf den 15. September, also nach Kreuzerhöhung durch Papst Pius X. und verbleibt dann auch als nach der Kirchenkalenderreform als einziges Fest. Dieses Fest war hier ein Bild aus der Münchner Pinakothek, natürlich auch vielfach Gegenstand künstlerischer Darstellung, ja bis hin zu Michelangelo, der die Pietà im Petersdom geschaffen hat. Im heutigen Hebräerbrief werden wir auf die Leiden Jesu eingestimmt, die seine Mutter mitgetragen hat. Unter Tränen und Gebeten hat er Gott gebeten, hat sich aber gehorsam Gottes Willen gefügt, obwohl er der Sohn war und die Leiden auf sich genommen. Da er vollendet war, ist er zum Urheber für uns alle, zum Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Wir haben heute zur Auswahl zwei Evangelien, die die Leidensstationen Mariens zeigen. Das erste ist aus der Begegnung mit Simeon bei der Darstellung im Tempel, jener Passage, die ich genannt habe. Und Simeon sagt ihr dort, Maria, der Mutter Jesu, zu, diese ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Der wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Denn es werden die Gedanken der Menschen offenbar werden. Er segnet sie und sagt zu ihr, dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Wie auf dem ersten Bild gesehen haben, die erste Szene der Schmerzen Mariens. Und die wohl prägnanteste Szene der Schmerzen Mariens ist ihre Position unter dem Kreuz, die wir beim Lukas sehen. Gerade in dieser besonders schmerzlichen Situation folgt sie aber Christus. Christus, der sie und den Jünger Johannes, seinen Cousin, sozusagen dort stehen, sieht am Kreuz und der Mutter Johannes als Sohn anvertraut. Und sie nimmt es auch an, genauso wie es Johannes annimmt. Der letzte Auftrag,
des Sterbenden, die Kinder der Kirche, der Mutter anzuvertrauen. Was wir auch immer wieder feiern, dass wir der Mutter Gottes als die Kinder anvertraut sind. Und das darf uns auch berechtigen, sie besonders als die Mutter Jesu zu verehren und ihre Schmerzen mitzusehen und zu fühlen, damit wir besser auf das Heilsgeschehen eingehen, das uns erwartet.